Wir dürfen euch begrüßen aus dem ewigen Eis. Und zwar sind wir in Selden. Wir sind zum ersten Mal mehrere Tage beim Wintercampen. Stellen euch den Campingplatz vor. Es geht natürlich ab zum Skifahren. Und für mich auch noch zum Eisbaden. Dazu zeigen wir euch natürlich den kompletten Platz inklusive Klohäuschen, Spülen, Sauna und Co. Und Klohäuschen? Das ist wichtig, weil man will ja schließlich wissen, ob es sich lohnt, hierher zu kommen. Da drüben sieht man direkt die Piste und hier unten ist dann schon der Campingplatz, gelegen an mega Panorama. Ein Tag ohne Kaffee ist kein richtiger Tag. Von dem her haben wir erstmal damit begonnen. Das ist voll geil, man merkt richtig, wie es warm rausbläst aus der Hals. Dankeschön. Bitte. Wenn ihr keinen Toaster habt, einfach in der Pfanne ohne irgendwas anrösten, funktioniert auch super. Sonst mal aus dem Fenster schauen, da scheint schon die Sonne und der Berg lacht runter. Und da sieht man es sogar noch besser. Falls ihr euch wundern solltet, warum wir den Kanister hier dabei haben, im Winter sind wir ja nicht immer unterwegs und deswegen haben wir kein Wasser befüllt, weil sonst muss die Heizung durchlaufen, damit das Wasser natürlich nicht an den Gefrierpunkt kommt. Sonst macht dieser automatische Sicherheitsmechanismus auf und dann habt ihr unten eine Pfütze und dann Wohnmobil und kein Wasser mehr. Die Sonne ist mittlerweile rausgekommen und jetzt würde ich sagen, machen wir mal einen kompletten Rundgang. Das hier ist die oberste Terrasse. Hier stehen dann schon wir, auch ganz schön weit oben, super privat, richtig schön. Das ist dann die zweite Terrasse. Flup, flup, flup. Und hier unten geht es noch weiter. Dritte Terrasse. Und sozusagen hier dann der Hauptplatz. Da stehen schon wieder ganz schöne Monster an Campern rum. Wetter ist ein Träumchen. Und dann geht es auch bald ab auf den Berg für uns. Da hinten seht ihr schon die Gondel laufen. Hier noch der Müllraum. Gleich daneben ein Teil des Spielplatzes. Hier noch eine zweite Möglichkeit zum Abspülen, nochmal ein Geschirrspüler, eine Hundedusche, nochmal Klos und ein Trockenraum. Oh ja, da scheint schon jemand gewaschen zu haben. Hundedusche ist hier. Hier ist dann auch ein ganzer Skischuhraum und Skiraum, da ist allerdings einiges los gerade. Da geht's runter in die Parkgarage. Zu jedem Stellplatz gehört auch noch ein Platz in der Parkgarage. Bringt mit Wohnmobil natürlich nichts, aber mit Wohnwagen, weil hier ist auch relativ viel autofreie Zone. Voll gut. Hier ist noch so ein kleiner Kinder-Indoor-Spielplatz und die Rezeption. Wer sich auf der Piste beim Biken oder sonst wo nicht genug austoben kann, der findet hier auch noch einen Fitnessraum mit guter Aussicht, wie ich finde. Ich finde die Idee super, weil es kann ja auch mal schlechtes Wetter haben. Und dann ist es natürlich echt klasse, wenn man sich trotzdem ein bisschen austoben kann, weil im Wohnmobil bleibt ja doch nicht ganz so viel Platz. WLAN gibt es natürlich auch und so eine ganze Tafel, wo alle möglichen Aktivitäten aufgeführt sind. Hier ist noch so ein Lounge-Bereich, wo man was spielen oder auch Fernsehen schauen kann. Das ist sicher bei schlechtem Wetter und mit kleinem Wohnmobil sehr interessant. Raus aus der warmen Stube, weil jetzt wird es langsam Zeit, die Skisachen reinzuholen. Die sind nämlich noch in der Garage, aber kein Mensch mag kalte Skischuhe. Und deswegen holen wir die jetzt mal rein und lassen die vor der Heizung noch ein bisschen aufwärmen. Flup. Alles sicher versperrt. Flup. Und da wartet schon das Skizeug. Herz, was willst du mehr? Das wird richtig mollig warm beim Reinsteigen, glaube ich. Und die Drohne ist auch gerade beim Aktualisieren. Tschüss, schöner Camper. Bis später. Jetzt geht's aber auf die Piste. Jetzt wird's ernst. Letzte Vorbereitungen. Skischuh anziehen und dann geht's auf den Berg. Ganz cool mit den Paletten. Ist noch nicht im Dreck, aber noch ist eh alles gefroren. Jetzt geht's ab zum Skifahren. Wer verliert denn da seine Schlappen die ganze Zeit? Können wir jetzt los endlich? Na klar.
Und damit ging es dann auch tatsächlich ab ins Skigebiet. Das Skigebiet Sölden hat für mich eine ganz klare Besonderheit. Und zwar kann man dort vom ganz normalen Skigebiet direkt auf den Gletscher wechseln, einfach nur, indem man die Lifte benutzt, ohne irgendeinen Shuttle, Bus oder ähnliches zu benötigen. Das ist richtig cool, weil unten hat es sich schon angefühlt wie Frühlingsskifahren und oben am Gletscher war noch Hochwinter. Jetzt sind wir oben. Wetter ist grandios. Schneelage dürftig. Ja, wir fahren gerade mit dem, gute Frage, wie der heißt, ganz, Lift. Ganz rechten Lift drauf. Und hier ist nichts los. Am Weg zum Gletscher war aber ganz schön viel los. Da werden wir dann nachher noch hinschauen. Antizyklisch. So schaut das aus. Mein Geheimtipp für Après-Ski, aber auch gutes Essen. Der Burger ist zum Beispiel mega. Ist hier die Panoramaalm an der Gigi-Joch-Bahn. Hier mal noch eine kleine Aufnahme vom Funpark, interessiert den einen oder anderen ja vermutlich auch. Und im Hintergrund der Geislach-Kugel, wo der James Bond gedreht worden ist. Ah, der sitzt neben dir, 007, gell? 007? Nee, ich bin der Böse. Hier ist auch eine Kinderpiste, ziemlich süß. Auf der Seite vom Geislach-Kugel gibt es echt auch noch einige Abfahrten, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man ja meistens nur Gigi Joch und dann Gletscher macht. Jetzt sind wir auf der Weltcup-Strecke. Und hier hat man die Möglichkeit, direkt am Rande des Gletscherbruchs zu sein, dort ein paar Fotos zu machen oder einfach die Eindrücke zu genießen, die der Gletscher mit sich bringt. Wir haben das mal für euch eingefangen. Jetzt geht's durch den Gletscher-Skitunnel auf die andere Seite. Den Tunnel gibt's übrigens schon seit dem Jahr 2000 und meiner Meinung nach ermöglicht der auch mittelmäßigen Skifahrern die Möglichkeit, direkt zum Gletscher zu queren, denn ansonsten gibt's nur eine schwarze Piste runter, direkt von der schwarzen Scheide aus. Und so kann man auf die rote Piste gelangen. Wir wagen mal noch einen Blick in Richtung Pitztal. Hier ist der Fotopoint und da geht es jetzt runter für uns. Abfahrt vom Tiefenbachferner. Kleine Pause, es ruft der Apfelstrudel. Gernknödel. Apfelstrudel. Was seid ihr? Team Apfelstrudel oder lieber Gernknödel? Ich habe ihn nicht gezwungen, er hat sich jetzt für den Apfelstrudel entschieden. Der sah besser aus. Am Gipfel vom Geislach-Kogel. Noch eine schnelle Panoramaaufnahme. Hier hat man einen wirklich grandiosen Fernblick über sämtliche Berggipfel der Tiroler Alpen. Hier wurde ja der James Bond gedreht. Da steht mein Auto. Wo steht dein Auto? Oh, das sollten wir besuchen. Wieso parkst du schon wieder mitten auf der Piste? Ich weiß auch nicht. Aber der Parkplatz war so gut mit Aussicht. Panoramablick ins Tal. Da wartet jetzt dann schon der Bus und die Sauna. Mega Panorama. Bei uns geht es jetzt auf die letzte Talabfahrt. Die letzte Abfahrt ist wie bei allen großen Skigebieten ein Erlebnis für sich, denn dort muss ja jeder wieder irgendwie ins Tal kommen und dementsprechend voll ist natürlich auch die Piste. Jetzt ein paar Schritte zu Fuß und dann sind wir schon wieder am Campingplatz. Wie geht's bei uns jetzt noch weiter? Ja, du springst in den See, Fluss und ich gehe in die Sauna mit dir danach. Krass, da sind wir auch schon. Das ist jetzt der Skiraum. Mensch, der Skiraum? Ja, der ist schon gut. Ja, der ist mega. Willst du hier übernachten, oder wie? Nein, das nicht.
Da oben lacht da runter der Geißlachkogel. Und jetzt geht's aber erstmal rein in den warmen Camper. Ich habe hier einen mega Spot zum Eisbaden entdeckt. Das Dumme ist nur, man kommt voll schlecht hin. Schaut mal, wie unglaublich schön das hier aussieht. So, jetzt lass uns aber auch wirklich mal reingehen. Oh, mega gut. Super, super schön. Jetzt freue ich mich umso mehr aufs warme Wohnmobil. Die Heizung leistet brav, es ist super fein, oder? Mhm. Ich gehe jetzt mal Altbaden. Aber das Gefühl danach ist echt geil. So toll, ja, wow. Ja. Mhm. Wir sind noch nach Sölden reinspaziert. Hier gibt's was zum Trinken. Abrischi hätten wir jetzt gar nicht so sehr gesehen, aber wird schon irgendwo laufen. Ganz schön kalt geworden. Ja. Höchste Zeit für die Sauna sozusagen. Na? Und du hast beim Jay Lindeberg reingeschwisselt, oder was? Hä? Ha? Hä? Beim Lindeberg, ja klar. Das ist ja schmuchtelig. Warum? Ja, da war mal, die haben eine coole Kettelkollektion gehabt. Ja, die hatten ja nur Skisachen. Das ist Winter. Winter Wonderland. Mittlerweile ist es dunkel, das sieht dann so aus, auch mega idyllisch. Und ich muss jetzt mal schnell unseren Kanister auffüllen und dann wird fleißig geköchelt bei uns. Hallo! Hier kann man im Übrigen abspülen, es gibt sogar eine Geschirrspülmaschine. Und ich bin gerade dabei, unser Wasser aufzufüllen, das ist natürlich Trinkwasser hier in Sölden. Das sind die anderen Spülbecken und es gibt sogar eine Mikro. Zu Hause nervt Abspülen ja eher, aber am Campingplatz gehört es irgendwie voll und ganz mit zum Campingleben dazu und macht sogar fast ein bisschen Spaß. Geht's euch auch so? Wasser habe ich geholt. Ist ganz schön weit, aber es macht nichts. Wie schaut's aus hier? Hä? Wie schaut's aus? Ja, schnell, ist kalt. Wasser habe ich. Wasser hast du? Ja. Geholt? Nein, fast. Sehr geil. Binsen, weil mit Speck und Wiener, das hat den Vorteil, wir machen die ganze Packung. Und wenn wir dann morgen vom Skifahren wieder zurückkommen, haben wir gleich wieder was zum Essen. Gut. Kennt ihr das Rezept? Wir lassen das jetzt mal köcheln und gehen dabei. Was machen wir? Wir gehen in die Sauna noch, oder? Oh ja, mal sehen, wie das so ist. Ganz neuer Saunabereich anscheinend. Die Bäder sind echt richtig schön, zeigen wir euch natürlich auch noch. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg. Hier kann man immer mit diesen Chips rein. Hast du meinen auch dabei? Dass keiner von außen rein kann. Haha. Wir haben gerade ausgemacht, dass wir nur einen mitnehmen. Und jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach der Sauna. Hoch oder runter? Das gibt's alles. Ja doch, hier, zwei. Da schützt er doch schon. Da. Wenn wir jetzt müsst ihr draußen bleiben. So, 7:05 und es ist keiner mehr da. Jetzt betrete ich kurz mal die heiligen Hallen für euch. Moment. Also das ist wirklich super, super schön. Biosauna 60 Grad, Aromabad 45 Grad, tolle Duschen. Und hier die finnische Sauna mit satten 85 Grad. Dann natürlich auch noch ein bisschen was zum Trinken. Und hier oben gibt es dann mit Ruheraum und Freiluftterrasse mit mega guter Aussicht weiter. Hier jetzt, wie gesagt, die Freiluftterrasse, auch mit super Blick über den Platz. Und wenn es schon möglich ist, noch der Ruheraum. Jetzt gibt's Linseneintopf, er ist fertig. Thank you.
versprochen, schauen wir uns jetzt auch mal die Klohäuschen an. Ich komme gerade schon wieder vom Abspülen, jetzt geht es aber zum Zähneputzen. Und jetzt bin ich im Duschraum. Die sind riesengroß. Ich drehe euch jetzt mal die Kamera um, dann seht ihr mehr. Also die sind wirklich wunderschön geräumig und super neu. Dann freue ich mich morgen schon aufs Duschen. Bei der hochmodernen Zahnbürste kann man so Sternchen sammeln. Und ja, natürlich, der Ehrgeiz ist weg, aber ich war zu lahm. Nein, du bist weg. Ich hatte die Sternchen. Ich kenne mich ja selber noch nicht so ganz aus, aber noch ein Stockwerk weiter unten sind jetzt, glaube ich, auch tatsächlich die Klos. Das erstreckt sich quasi auf 3 Stockwerke. Die sind normal. Also die Duschen sind ja super modern und hier im Vergleich die Klos, die sind einfach stinknormal, würde ich behaupten. Also sauber, ordentlich, aber normal. Ah, wer ist denn da? Oh, aber es gibt zumindest einen Kinderklo und das ist auch kleiner. Wir stehen hier super schön auf so einer Terrasse. Oben scheint der Mond und die Sterne. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Wo bleibst denn du? Ja, ich habe alles erkundet. Ja, genau. 3 Stockwerke. Der neue Tag hat begonnen. Wir machen hinten immer zu, wenn keiner dabei ist, weil da wird es nicht mitgeheizt. Und über Nacht haben wir nur auf 14 Grad geheizt. Und in der Früh ändere ich das dann wieder. Wartet mal. Und stelle hier dann so 18 Grad ein. Ist auch schon ziemlich warm, wenn man ehrlich ist. Die Eco-Lüftung. Und wir kommen mit der Gasflasche so ungefähr 4 Tage. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zum Sommer. Da kommen wir so ungefähr 4 Wochen. Aber trotzdem ist super fein warm, angenehm und funktioniert einfach top. Ein kleines Fazit zum Wochenende von uns. Wir waren nämlich Wintercampen und haben das erste Mal es ausprobiert, oder? Ja, wie hat es dir denn gefallen? Also mir hat es sehr gut gefallen. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt auch ein etwas anderes Wohnmobil. Und das war durch diesen GFK-Aufbau, kommt es mir einfach vor, dass sich die Kiste etwas wärmer anfühlt als ein Kastenwagen. Aber das ist mein ganz persönlicher Eindruck. Wie ist denn deiner? Ja, auf jeden Fall war es warm. Also ich habe die Heizung über Nacht auf 14 Grad gelassen, dass es ja nicht so warm ist, um halt ein bisschen Gas zu sparen an sich. Aber es war wirklich warm. Also ich habe nur in Unterhose und T-Shirt geschlafen, wie zu Hause auch. Und beim Nugget, den wir zwar auch sehr geliebt haben, da war es schon so, dass ich mich ordentlich einmummeln musste damals, wo wir am Gletscher oben waren. Aber da habe ich auch nur... Da ja, jetzt du, keinen Unterschied. Hier ist gefühlt immer warm. Tja, heiße Typen halt, ne? Ja, auf jeden Fall hat das echt gut funktioniert. Und beim Campingplatz gibt es ja diesen riesen Skiraum. Der war ultra warm, also dieses Schuhtrockner. Das war echt fein heute Morgen. Das war wie in so, ja, schon fast Hausschuh reinschlüpfen, weil es so schön aufgewärmt war und super trocken und warm eben. Auch super Vorteil, man läuft einfach nur 2 Minuten und steht direkt an der Gondel, kann hochfahren. Das war perfekt. Ja, du hast sozusagen mit der modernen Technik so ein bisschen zu kämpfen gehabt. Ja, diese Chips, mit denen man die Türe aufmacht. Also, weil ich kenne halt, dass man beim Campingplatz außen irgendwie eine Eingangsbeschränkung hat, was natürlich gut ist, weil dann kein Fremder rein kann. Aber hier braucht man das ja fürs Klohäuschen, wo man eben abspült, Sauna, Skiraum. Und da dachte ich mir jedes Mal, oh Mist, weil ich habe ihn die Hälfte der Zeit einfach im Wohnmobil liegen lassen und musste dann wieder umkehren. Sagt die Dame mit dem YouTube-Channel. Aha. Ja, es war furchtbar. Ich schätze es irgendwie, dass ich am Platz dann mich um nichts mehr kümmern muss. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt ein sehr ordentlicher Platz und hat wirklich Spaß gemacht, hier zu sein. Ja, Skigebiet Sölden ist ja altbekannt, macht natürlich auch immer Laune, wobei wir festgestellt haben, dass wir Kitzbühel fast noch eine Spur mehr schätzen, weil hier sind ganz viele so Kreuzungen und das war manchmal ein bisschen stressig, dass man nicht mit jemand anders zusammenrauscht. Aber man muss sagen, es ist auch mal was anderes. Es liegt einfach etwas höher, Sölden. Und man hat halt ja keine Baumgrenze mehr. Das finde ich immer so ein bisschen nicht ganz so schön. Deswegen mag ich auch Kitzbühel mehr, weil du einfach die Baumgrenze und wenn es tief schneit, kannst du halt da mega geil drin rumfahren. Das stimmt. Aber dafür, jetzt drehen wir uns mal um, haben wir halt hier noch ultra gute Schneesicht. Oh. Also man kann es auch so rumnehmen. Also oben sieht es halt noch nach Hochwinter aus, wenn man jetzt wirklich vom Gigijoch oder so runterschaut. Eher so ins Tal rein nach Sölden, dann sieht es da auch schon nach Almlandschaft aus. Also, ja, es hat nicht so ein richtiges Winterfeeling und trotzdem hatten wir mega Tage, würde ich sagen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet. Und ja, du hast die Sauna für dich entdeckt, oder? Ja, aber die habe ich schon in München für mich entdeckt, weil es da eben so ein richtiges Schauspiel ist. Hier haben wir selber versucht, Aufguss zu machen. Da haben wir uns selber rausgekickt, so heiß war uns da. Gestern haben wir keinen Aufguss gemacht, da ging es besser.
aber die ist sehr schön. Gestern habe ich einen Aufguss gemacht. Ja, aber ohne, also beim ersten Tag, da waren wir nämlich sogar allein in der Sauna, da haben wir sogar das Handtuch geschwungen, was natürlich geil war, aber ganz schön heiß. Ich habe deinen Bademeister gespielt. Mhm. Gut so. Ja, falls ihr noch irgendwie Fragen haben solltet, dann ab in die Kommentare damit. Und sagt mal, wie euch das ewige Eis gefallen hat. Das war ja Nikos Idee für den Starttitel. In dem Zusammenhang wollten wir euch auch mal fragen, ob ihr Interesse habt, dass wir mal live gehen und eure Fragen direkt beantworten. Ja, und vielleicht habt ihr auch Fragen, wenn wir dann live sind. Da müssen wir uns noch Gedanken machen, wie wir sowas dann umsetzen. Ja, ja, wir dachten vielleicht auf einem Berg oder im Wohnmobil halt. Also irgendwo nicht zu Hause. Ja, wenn dann im Wohnmobil, finde ich ganz cool, weil dann hat man gutes Licht, gutes Internet, Kaffee in der Früh, oder? Und ja, das zelebrieren wir ja sehr und ja, vielleicht ergibt es sich ja mal. Schreibt es mal wirklich in die Kommentare. Mhm. Damit geht's für uns auf die letzte Abfahrt. Fast, oder? Fahrt ihr noch hoch? Ja, klar. Ja, mega. Umso besser. Wir sagen schon mal tschüss und hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben nicht vergessen. Und ja, Nico ist wieder voll im Skifieber. Der war gestern so ein bisschen melancholisch, weil wir ja schon vom Radfahren gekommen sind. Aber heute ist voll dabei. Hä? Mega. Läuft. Ja, ich erlerne es wieder wie ein zweiter Frühling als alter Mann. Gell? Junges Fräulein. Naja, also dann bleibt dran. Bis bald. Tschüss.